Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans und frohe Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr es alle schön gemütlich habt und versorgen euch auch heute am zweiten Weihnachtsfeiertag mit drei frischen Tipps. Es ist Dienstag, der 26. Dezember und wir starten thematisch passend mit einem Weihnachtsfilm. An Weihnachten geht es ja für viele Menschen darum, zusammen mit ihren Liebsten eine schöne Zeit zu verbringen. Dass das nicht immer einfach ist, versteht sich von selbst. Besonders schwierig wird es, wenn Neid zwischen FreundInnen im Spiel ist. Und davon ist in der Komödie Best Christmas Ever ganz schön viel am Start. Charlotte ist neidisch auf ihre alte Uni-Freundin Jackie, denn die verschickt jedes Jahr zu Weihnachten einen Rundbrief mit News aus ihrem vermeintlich perfekten Leben. Und das trifft bei Charlotte einen wunden Punkt. Liebe Freunde, Familie und Mitmenschen, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich so amüsiert. Ist das der Weihnachtsnewsletter der Jennings? Dieser Mist ist doch absoluter Quatsch. Kein Leben dieser Welt ist so wundervoll, so prächtig amüsant. Charlotte Sanders? Jackie Jennings? Was macht ihr denn hier? Bist du sicher, dass du die richtige Adresse eingegeben hast? Ich bin mir sicher. Überraschung! Schnappt eure Sachen, es gibt genug Platz für euch hier. Die genannte Überraschung hat sich Charlottes Sohn ausgedacht, denn er hält es für eine tolle Idee, wenn die beiden Familien gemeinsam Weihnachten feiern. Charlotte ist davon wenig begeistert und setzt alles daran, Jackies vermeintliche Lügen über ihr perfektes Leben aufzudecken. Ihr denkt es euch bestimmt schon und der Trailer verspricht es auch. Hier habt ihr es mit einem richtigen Feel-Good-Weihnachtsfilm für die ganze Familie zu tun. Best Christmas Ever findet ihr bei Netflix. Der erste Tipp war ja eher was fürs Herz. Für alle Fans von mehr Spannung an den Feiertagen haben wir Tipp Nummer 2 rausgesucht. Im Thriller Midnight Special ist Roy mit seinem Sohn Elton auf der Flucht. Sie müssen möglichst weit wegkommen von ihrer Sekte im ländlichen Texas. Denn Elton hat übernatürliche Fähigkeiten und die Sekte sieht ihn als ihren Erlöser an. Doch Elton hat einen wichtigen Auftrag und muss dafür nach Florida gebracht werden. Die Polizei meldet einen 8-jährigen Jungen als vermisst. Er wurde vergangene Nacht aus seinem Wohnhaus bei Elton. Es ist Zeit, bist du soweit? Wir halten die neuesten Einzelheiten auf dem Laufenden. Sollten Sie Näheres wissen, rufen Sie bitte umgehend den polizeilichen Notruf. Okay. Was wissen Sie über Erdenmeier? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Er bekam Anfälle. Dinge gingen kaputt. Es war mehr ein Gefühl. Welche Art von Gefühl? Wir müssen herausbekommen, wo er ist. Sie haben keine Vorstellung davon, womit Sie es zu tun haben. Während Roy und Elton auf der Flucht sind, beginnt das FBI, die Sektenmitglieder über Elton zu befragen und findet dabei heraus, dass an seinen übernatürlichen Kräften tatsächlich etwas dran sein muss. Den Sci-Fi-Thriller Midnight Special mit Joel Edgerton, Michael Shannon, Kirsten Dunst und Adam Driver findet ihr ab heute bei Prime Video. Zu guter Letzt gibt es von uns noch einen Tipp mit ordentlich Action. Vielleicht kennt ihr ja schon die John Wick-Filmreihe mit Keanu Reeves. Und wenn nicht, ist jetzt der Moment zum Kennenlernen. John Wick ist ein Auftragsmörder im Ruhestand, der nach dem Tod seiner Frau auf Rache sinnt. Und das seit mittlerweile 4 Filmen bzw. Kapiteln. In Kapitel 4 muss John sich vor seinen Kontrahenten in Japan verstecken. Vorher trifft er einen von ihnen aber noch in einer Kirche, wo er eigentlich anderes vorhatte. Sagst du leb wohl? Ich sage hallo. Glaubst du, deine Frau kann dich hören? Nein. Wieso tust du es dann? Vielleicht irre ich mich. Du wirst sterben. Vielleicht auch nicht. Die John Wick-Reihe ist für ihre überbordende Action mittlerweile richtig bekannt. Im kommenden Jahr kommt übrigens auch noch ein Spin-off in die Kinos. Erstmal findet ihr aber John Wick Kapitel 4 ab sofort bei Wow. Wenn ihr einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne, entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über unsere Social-Media-Kanäle. Die Tipps für die heutige Folge hat Caroline Galves rausgesucht. Produktion und Moderation kommen von mir, Anja Bolle.
Wir wünschen euch noch einen entspannten zweiten Weihnachtstag. Und wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.